5 Minuten pro Fraktion. Und als erstes ist die Kollegin Steinberger. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Umweltministerin Scharf feiert nächste Woche ein denkwürdiges Jubiläum. Grüß Gott. Nämlich 5 Jahre Gentechnik anbaufreies Bayern. Wir sind ja der Meinung, dass man die Feste feiern soll, wie sie fallen. Aber dieser Anlass ist doch etwas merkwürdig. Denn wenn die Staatsregierung schon einen Grund zum Feiern findet, dann sollte sie doch auch irgendetwas mit diesem Anlass zu tun haben. Doch das tut sie nicht. Obwohl die CSU in Bayern immer gegen die Agrogentechnik wettert, haben ihre Abgeordneten im Bundestag immer gegen unsere Anträge gestimmt. Und in Brüssel reichte es nur zur Enthaltung. Eine deutliche Ablehnung sieht anders aus. Man kann also sagen, dass GVOs derzeit in Bayern nicht wegen, sondern trotz der Aktivitäten der Staatsregierung nicht angebaut werden. Doch dieser von uns allen gewünschte Zustand muss ja nicht so bleiben. Im Gegenteil, es gibt gerade einige Versuche, GVOs in Europa durchzudrücken. Gegen diese Bedrohung muss sich auch Bayern zur Wehr setzen. Dafür muss die Staatsregierung aber erst einmal zur Kenntnis nehmen, dass hier Gefahr im Verzug ist. Leider habe ich die Befürchtung, dass das nicht der Fall ist. Im Umweltausschuss jedenfalls habe ich keine Bereitschaft verspürt, über diese Thematik überhaupt nur zu diskutieren. Deshalb sind wir Frau Krieger und ihren über 120 Unterstützern, der Brauer und der Melzer, sehr dankbar, dass sie dieses Thema aufgegriffen haben. Wenn man schon auf uns und auf die Verbraucherinnen in diesem Land nicht hört, dann sollte man wenigstens die Stimme der Wirtschaft in CSU-Kreisen hören. Im Umweltausschuss war das leider nicht der Fall. Damit Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, einmal klar wird, was da auf uns zukommt, lassen Sie mich das kurz skizzieren. Erstens die sogenannte Opt-out-Klausel. Mit dieser Klausel soll es künftig den europäischen Mitgliedstaaten ermöglicht werden, eigenständige Anbauverbote von GVOs zu erlassen. Das klingt erst einmal gut, doch die Sache hat einen Pferdefuß. Um GVOs zu verbieten, sind nur noch wenige Gründe erlaubt, zum Beispiel sozioökonomische Gründe. Das können ethische oder religiöse Gründe sein. Insgesamt wird also die Zulassung der GVOs in Brüssel erleichtert, weil man ja sagt, dann können ja die Nationalstaaten was dagegen machen. Außerdem, und das ist das eigentlich Schlimme, muss sich der Nationalstaat vor einem Verbot mit dem Saatgutkonzern abstimmen. Damit werden Staaten zu Bittstellern bei Konzernen. Das bringt mich zu Punkt 2. Die amerikanischen Saatgutkonzerne haben ein großes Interesse am europäischen Markt. Im Zuge der TTIP-Verhandlungen sitzen zum Beispiel von Anfang an Vertreter von Monsanto mit am Tisch. Wenn nun dieser Vertrag abgeschlossen wird, ohne die Landwirtschaft auszunehmen, werden wir es nicht mehr schaffen, den Anbau von GVOs zu verhindern. Die Konzerne werden sich den Zugang zu unseren Märkten einfach einklagen. Und was ist Ihre Antwort darauf? Von Kollegen Erwin Huber hört man zum Beispiel ein leidenschaftliches Plädoyer für TTIP. Aber wenn Sie TTIP ermöglichen, öffnen Sie unseren Markt für die amerikanischen Konzerne. Und dann tun Sie so, als ob das gegen China ginge. Mit Verlaub, das ist wirklich naiv. Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, das machen wir später. Danke. Und was passiert eigentlich, wenn der Mais 1507, den Sie ja nicht verhindert haben, endgültig zugelassen wird? Welche Schutzmechanismen haben wir dann in Bayern, wenn ein Landwirt diesen Mais anbauen möchte? Welchen Schutz haben die Imker, die gentechnikfreien Honig produzieren möchten? Da schaut es ganz schlecht aus. Und es stehen ja noch einige Sorten zur Zulassung an. Wie wird sich die Bundesregierung bei der Abstimmung verhalten? Mit Verlaub, da habe ich so meine Zweifel.
Bei der Gentechnik ist die bayerische Stimme in Berlin ganz leise, obwohl sie sonst so laut sein kann. Deshalb müssen wir in Bayern mehr tun. Hier wären größere Schutzabstände ein Mittel der Wahl. Aber diesen Antrag haben Sie auch schon abgelehnt. Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die Petition von Frau Krieger eben nicht überflüssig, wie Sie von der CSU meinen. Im Gegenteil, sie beschreibt ganz genau, welche Sorgen unsere mittelständische Wirtschaft umtreiben. Deshalb unterstützen wir diese Petition und empfehlen das Votum 80-3 mit Berücksichtigung. Denn es sollte auch Ihnen langsam klar werden, dass die Devise Augen zu und durch der völlig falsche Weg ist, dieser Problematik zu begegnen. Vielen Dank. Dankeschön. Bitte verbleiben Sie am Rednerpult. Der Kollege Steiner hat eine Zwischenbemerkung. Frau Kollegin, ich bin es leid, dass Sie hier immer die Ankläger spielen, immer die Fraktion der Grünen. Die Büchse der Pandora, das waren die Grünen, das war Ihre Landwirtschaftsministerin Künast, die damals 30 Tonnen genveränderten Mais erstmalig freigegeben hat. Das waren 2003 30 Tonnen. Das heißt, Sie haben die Büchse der Pandora geöffnet und Sie waren es. Und darum brauchen Sie jetzt nicht die Ankläger spielen. Ja. Ich habe das schon mehrmals gesagt. Lieber Herr Kollege Steiner, so wie Sie in Brüssel und im Bundestag, welches Abstimmungsverhalten Sie da an den Tag gelegt haben, da sollten Sie ganz ruhig sein mit Anklagen, die über 10 Jahre her sind. Und wir reden heute über eine Petition, die sich um das künftige Verhalten der bayerischen Staatsregierung fällt. Da sollten Sie vielleicht ein bisschen bescheidener sein. Dankeschön. Dankeschön.